So, weiter geht's. Hier ist wieder der Gusua. Jetzt habe ich beide Softboxen an. Jetzt sieht man es mit der Facecam wieder ein bisschen besser. So, wir haben mit Bonus über 1 Million und 3,6K Dunkles. Richtig cool. Auch inaktiv. Beziehungsweise, na, ich sag mal, inaktiv heißt es noch nicht mal. Aber doch, doch, doch. Guck mal hier. Hier haben wir den Lernentfernung, weil ansonsten ganz ehrlich, es kann manchmal sein, man sagt sich, oh, hier komm, ich will ein bisschen Alex sparen. Sieht man ja beim Lichtel zum Beispiel öfter mal, dass der einfach seine Xbox gar nicht geladen hat. Aber hier würde ich dann wirklich sagen, da hat es gerade noch so gereicht, da ist noch nicht wirklich jeder in den Bereich des Infernos gekommen, sonst wäre das hier anders abgelaufen. So, komplett Bartsch, mehr nicht. Aber 5 Heal, wobei man natürlich sagen muss, Heal ist natürlich bei den Truppen auch ja, so eine Sache. Muss man schauen, was man draus macht. Aber wiederum bei dem Loot kann man sich das gerne dann mal geben. Aber wie gesagt, viel heilen ist da halt nicht. Aber ich sag mal, wenn man schon die 7er Truppen hat, die können natürlich schon einiges ab. Na, hier läuft doch schon mal einiges auf jeden Fall. Ja, also Glück gehabt, dass der echt seine Sammler und Minen echt übel draußen hatte. Hier, das wäre natürlich mega nice hier. Ja, genau, auf jeden Fall gut gemacht. Und zumal du hast den einen Stern in der Tasche, was willst du mehr? Alles andere ist jetzt noch richtig schön Bonus obendrauf, ganz klare Sache. Und das ist hier richtig gut Bonus auf jeden Fall. Nice. Richtig geile Geschichte hier noch schön mit dem Heal. Einwandfrei. Und zumal wirklich die Barbaren halten echt was aus. Also die halten ja wirklich schon was aus, muss man ja echt sagen. Richtig coole Nummer. Klar, das Dunkle hier unten wird es nicht mehr. Aber was will man mehr? Fast noch ein Two-Star. Schade, dass der nicht noch gekommen wäre. Dann nochmal insgesamt nochmal 8 Pokis mehr. Ist man bei 16, aber alles gut. Wir wollen nicht meckern. So, wir hauen nochmal einen Angriff raus. Ich guck mal. Queen müsste wieder am Start sein. Natürlich, na, lohnt sich nicht. Ah, ich würde den aber gerne nochmal snacken. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, mit dem Ragen der King aufpassen. Muss man wirklich gucken. Kann auch echt in die Hose gehen. Die Queen steht zuerst da. Dann Rage. Und dann kommen die Bogies, die dann ein bisschen dichter rangehen, weil die halt nicht so eine Reichweite haben. Und dann natürlich zum Beispiel eine Tesla oder sowas auslösen könnten. Gucken wir mal. Nö, ist nischt. Dann können wir die auch gleich ragen. Passt. Aber wie gesagt, das ist hier jetzt nur so ein bisschen Town-Hall-Snipen. Das ist jetzt nicht Sinn und Zweck des Videos. Wir wollen richtig fette Angriffe sehen. Bis wie gesagt, wenn man halt. Ah, ich meine, alleine vom Loot her, vom Gold, okay. Aber wiederum echt zu wenig Dunkles. Muss ich echt mal sagen. 1,6. Ich würde gerne hier drinnen droppen, bloß dann wäre meine Queen auch schnell down. Aber ganz ehrlich, bei dem Loot kann ich nicht einfach sagen, oh, nee, mache ich nicht. Sondern dann genau auf der Riesenbombe. Natürlich, Junge. Klar. Zweimal gleich. So, jetzt will ich hier aber auch langsam diesen Luftfeger hier weghaben. Der stört mich dann doch ein bisschen. Oh, naja, die Riesenbombe, okay, da lachen wir ein bisschen drüber. Das ist eine easy Sache hier. Ich habe noch eine CB, sehr gut. Da kann ich mich dann eben draußen auch mit rumschlagen, hier in dem äußeren Bereich, falls die Queen nicht reingehen sollte. Ich denke aber, die sollte gute Karten haben, weil hier ist doch. Doch, doch, ich denke, das sollte passen. Aber ich will gegenhalten. Nicht das. Ja, super. Sehr gut. Oh, und Vierer. Vierer Drache drinne. Nice, Junge, nice. Und dann, wie gesagt, haben wir 19 Mauerbrecher. Dann kann man damit auch noch einiges anstellen. Also hier haue ich jetzt nicht noch extra meinen Erdbebenzauber raus. Aber das brauche ich auch nicht. Passt.
Also wie gesagt, ihr seht selber wirklich bei der Taktik halt, die läuft. Wenn man sich da wirklich ein bisschen mit auseinandersetzt, ist das kein Thema. Ist das eine günstige Taktik, um richtig ordentlich abzukassieren in allen Fällen. Klar, diese Sachen mit, oh, ich habe jetzt die Sammler draußen, könnt ihr jetzt hier schön bartschen. Das ist ein bisschen doof, aber man kann es auch so sagen, dass man dann sagt, gut, okay, komm, Queen, du gehst bitte nicht raus, du gehst bitte nicht rein, du bleibst bitte drinne. Das geht genauso. Also das kriegt man auch hin. So. Kriege ich das jetzt hier noch hin mit den Mauerbrecher? Ich spam die jetzt hier einfach mal. Bam. Ja, genau, schön. Und wenn die jetzt deswegen noch reinrennen würde, wäre es eine ziemlich geile Nummer. Dann hätten wir hier nämlich nochmal schön alle drei Lager. Das kriegen wir nicht, was uns aber nicht stört. Passt. Und wie gesagt, was will man mehr? Ich meine, die Taktik läuft. Die läuft. Man kann so eher schwierig im CW anwenden, aber ansonsten läuft die Taktik halt. Aber wie gesagt, ihr werdet es auch in den nächsten Videos sehen, dass ich dann mit euren Taktiken, die ihr mir dann aufgeschrieben habt, angreife. Wenn nicht sogar schon ein Angriffsvideo gekommen ist. Ich weiß noch nicht, wie ich die dann raushaue. Naja, nee, das ist hier ganz nice. Ich probiere hier halt noch die 50% zu holen, weil ich dann einfach noch ein bisschen weiter oben bin. Und das sollte, glaube ich, ein bisschen besser sein, weil hier jetzt mich so wirklich ganz, ganz unten rumzudrücken, habe ich irgendwo auch keinen Bock mehr drauf. Ich will wieder was weiter oben sein. So, da haben wir unsere 50%. Das reicht mir. Ich will gar nicht mehr. Passt. Und hier, guck mal. Also ganz ehrlich, schaut es euch an. Klar, ich meine, das war schon teuer. Das war schon wirklich teuer. Aber alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Sogar noch schön Gold gezogen. Einwandfrei. So, dann kommen wir gleich mal zum. Nee, wir kommen noch nicht zum nächsten. Das kläre ich alles so ab. Ah ja, das Beste draus gemacht. Gucken wir mal. Sehr geil. Da hast du vollkommen recht. Ganz genau, dass du da die Kobis gleich genommen hast, sehe ich vollkommen richtig, weil die halt wirklich was hatten, wo sie sich gleich drauf stürzen konnten. Fertig. Aber du hast doch immer echt übelst krassen Loot. Muss man echt mal sagen. Also da sieht man wirklich, wie die Kobis, wie genial die einfach sind, wirklich. Einfach wirklich, besonders wenn jetzt zum Beispiel, wenn ihr das jetzt hier habt, sag ich mal, ihr habt weiter innen liegend irgendwie einen Sammler oder eine Mine. Ehe ihr da rankommt, Kobi, zack, 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 durchgerannt, fertig. Das ist schon echt genial. Einwandfrei, mega Loot. Mega Loot. Klar, gegen den Inferno, da sind die Bogies, dann kann man aufhören. Ganz klare Sache. Das ist logisch. Da hält die dann nichts mehr. Die grillen halt alles. Ganz klar. Das ist halt der Vorteil vom Town Hall 10. Logisch. Aber wie gesagt, ich heule der Sache trotzdem noch nicht hinterher. So nach dem Motto, oh hier, wann kann ich endlich Town Hall 10 machen? Nee, muss ich echt nicht haben. So, ich. Guck schon mal kurz in meine Mails, was hier so gekommen ist als erstes. Gohok Lalun. Dann würde ich mal sagen Golem, Schweine und dann Lavahund und machen wir. Wie gesagt, so wie das gewünscht wird das gemacht. Du hast jetzt noch nicht gesagt, wie viel von was, aber ich würde jetzt einfach mal tippen. Mache ich jetzt einfach mal. Ich würde jetzt mal 12 Ballons ausbilden. Und dann gucken wir mal weiter. So, 12 Ballons. Dann haben wir Hox. Kleinen Moment. Ja, ich setze den kurz schlafen. Zack. Und jetzt können wir mit dem Rest rumspielen, wie wir wollen. So, dann haben wir jetzt Hox. Würde ich mal sagen, 10 Stück. Was haltet ihr davon? Ah, jetzt geht's. Na, jetzt wird es mit dem Golem nichts mehr. Nee, das geht also nicht. Ah, zwei Golems wären schon nice gewesen. Ich mach's jetzt mal mit einem. Aber ich krieg dann auch den Lavahund nicht zusammen.
Ich probiere es mal ohne den Lava-Hund. Nur einfach Loon. Und dann schauen wir mal, was da geht, was da nicht geht. Und dann, wenn ich im Bereich mit Loons unterwegs bin, würde ich immer gerne Rage nehmen. So, die anderen Spells, die schmeiße ich jetzt deswegen nicht extra weg. Das muss auch nicht sein. Aber sollte passen. Mal gucken, wie das läuft. So, gucken wir mal. Was haben wir hier noch? Ein paar Heiler. Passt. So, weiter geht's. Philipp. Geht von allen Seiten rein, denke ich mal, dass er jeweils immer freiräumt. Und dann eben wirklich, also mir geht es halt auch so. Ich könnte jetzt nicht extra nochmal synchron dazu da angreifen. Also wirklich, ich muss mich dann so ein bisschen auf eine Sache konzentrieren, sonst wird das ein bisschen tricky. Und jetzt natürlich klar, dann. Aber ich wäre ja hier gleich reingegangen, weil jetzt sind sie gerade mit den Riesen und sowas beschäftigt. Wäre jetzt so mein Tipp gewesen. King geht erstmal schön nach draußen und rennt außen rum. War. Na, herzlichen Dank. Vielen Dank, King. Du bist der Beste. Klares Ding. Die Magier reißen hier außen noch ordentlich was. Schön, zack, genau. Einwandfrei. Ah, wir haben ja nur 22 Bogies. Einwandfrei. Dann läuft das Ding gut. Läuft. Und dann hast du dir gesagt, gut, okay, komm. Ich muss echt sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es wirklich zeitmäßig gewesen ist. Will jetzt auch nicht nochmal reingucken. Aber es hätte ja wirklich sein können, besonders im Bereich Meister 2, da will man natürlich nichts wegwerfen. Und ich meine, es war nur ein Pokal. Da hätte man eventuell noch einen raufsetzen können und dann hätte man ihn natürlich gleich gefreestart. Wäre es immerhin Dreier gewesen, aber okay. So, das soll es dann aber auch erstmal wieder gewesen sein. Ja, oh, wir kommen hier wieder über unsere Sache rüber. Wie gesagt, keine Sorge mit der Facecam. Bald ist wieder Greenscreen am Start und dann läuft das auch wieder besser. Ich wünsche euch was. Ihr haut rein. Ciao, ciao.